sagst du jetzt seit 5 Jahren. Morgen. Aber ich kann doch jetzt wirklich nicht. Ausgerechnet heute. Wenn du wenigstens was mit einer anderen Frau hättest. Ein ganz ordinärer Seitensprung, dann könnte ich das ja noch verstehen. Aber bei dir gibt's ja nur Arbeit. Arbeit, Arbeit, der Keller, der Graf, der Wein, nur Wein von vorn bis hinten. Magdalene, ich verspreche dir hoch und heilig, dass ich heute Abend dem Grafen sage, dass es so nicht weitergeht. Das sagst du dem Grafen? Jawohl. Dass ich nicht lache. Wie oft hast du es ihm denn schon gesagt? Bitte verlass mich nicht, bitte. Warte bitte, bis ich fertig bin. Ich kann nicht mehr. Georg, mach sofort auf! Wie Sie, liebe Freunde, bereits wissen, möchte ich durch ein vermehrtes Qualitätsangebot an erstklassigen Weinen großer Lagen die Kultur des Weintrinkens auch in der Hochburg des Biers und der Schweinshaxen hochhalten. Ich habe mir vielleicht unvorsichtigerweise als Aufgabe und Krönung meiner Arbeit vorgenommen, eine Art Kreuzzug der Weinkennerschaft ins Leben zu rufen. Damit Sie nun nicht glauben, ich möchte Ihnen nur meine eigenen Erzeugnisse vorführen, darf ich Ihnen auch meine ausländischen Lagen zeigen. Es geht mir ganz umfassend um die Pflege einer Kultur, die in unserer schnelllebigen Zeit in Vergessenheit zu geraten droht. Na, Pona, da sind Sie ja endlich. Machen Sie weiter. Dies ist eine Partie Chateau Larousse 1937. Sie ist seit 1942 im Besitz der Montischen Kellerei. Und hier lagert seit 1918 eine Partie Moulin aux Sables, der bereits zu den Sammlerobjekten gehört. Weiter verfügen wir über Mouton Wanderbild, einen großen Bordeaux und etliche Medox 1930, die in den Verlautbarungen der Confrérie du Datouin in Beaune zu den erlesensten Schätzen eines Kellers gerechnet werden. Mein lieber Freund, der Kellermeister Pona, wird Ihnen nun jetzt die Kronjuwelen meines Besitzes zeigen. Château Opéron Brissac, 1811. Da leckt's mich am Arsch. Dafür hat vor Jahren ein Ölmillionär 8.000 geboten. Dollar oder Mark? Dollar natürlich. Natürlich. 1811, den könnte Napoleon gesüffelt haben. Meine Damen und Herren, ich habe mich entschlossen, diesen Wein in 8 Tagen zur Versteigerung zu bringen. Zur Feier des Tages darf ich mir erlauben, meine Damen und Herren, Ihnen die vorletzte Flasche zu kredenzen. Herr Bohrer, dekantieren Sie bitte. 1811, dabei bin ich seit 30 Jahren Weingroßhändler. Einmal Susi Weingroßhändler. Herr Bohrer, darf ich Sie bitten? Sie machen einen Fehler. Aber Bohrer! Darüber haben wir nun wirklich lange genug diskutiert. Dekantieren Sie jetzt! So einen Wein trinkt man nicht. Das kann man nicht. Das ist unmöglich. Das dürfen Sie nicht. Darf ich Sie bitten, die Entscheidung mir zu überlassen? Das sage ich Ihnen. Die zweite Flasche, nur über meine Leiche. Herr Pona erinnert mich manchmal an einen alten Freund, einen Museumsdirektor. Er hatte in seiner Galerie die Madonna von Michelangelo hängen. Eines Tages musste er sie weggeben. Sie sollte an ihren alten Platz im Vatikan kommen. Er hat sich pensionieren lassen. Auf Ihr Wohl. Hast du Töne? Da verkauft ein Mensch eine Flasche Wein für 20.000 Mark. Wie viel? 20 Riesen. Wein? Was? Ja, ja, ein Opéron Brissac-Jahrgang 1811. Hä? 1811. Das ist doch spinnet. Wer soll denn sowas saufen? Ja, nicht saufen, kaufen. Ein Amerikaner, der hat vor 5 Jahren schon 4.000 Dollar dafür geworden. Nicht einmal ein ganzer Liter. Und dann alt. Uralt. Hm. Ja, du hast eben keine Kultur, mein Junge. Aber okay, was heißt denn der Kultur? Für so einen Haufen Geld, da krieg ich ja fast 100 Hektoliter Bier. Das ist ein Geschäft. Also den Vertrag ich Wein gar nicht. Na ja. Genauso wenig wie der Kellermeister, Georg Pohner. In der Weinkellerei, der hat auch keinen Weinvertrag. Das kann man sogar Selbstmord gemacht. Wieso, wieso? Hier steht doch ungeklärter Todesfall. Ja, ungeklärter Todesfall, das heißt ja auf Hochdeutsch Selbstmord, nicht? Ah ja. Wenn es aber nur ein Mord war. Na, wen? Herr Wachmeister, könnten Sie mir mal eine Kerze bringen? Ja. Ihnen nicht hell genug? Was? Nicht hell genug, wie? Doch, doch.
Tja, die Kerze ist erstickt. Und der Pona auch. Jetzt fragt sich nur, ob das ein Unfall war oder ob jemand nachgeholfen hat. Bei der Platzwunde. Vielleicht hat ihm irgendjemand auf den Kopf geschlagen. Ehe er sich umgebracht hat? Na, er hat sich ja gar nicht umgebracht. Ich hab gedroht, ihn zu verlassen. Er hat mich so geliebt, deswegen... Er hat es sich so zu Herzen genommen. Wenn ich nicht wäre, würde er noch leben. Frau Funa, wo waren Sie eigentlich zu Hause, als Ihr Mann starb? Er hat mich hier eingeschlossen. Ich wollte auch wirklich weg. Weil er immer nur die Arbeit im Kopf hatte. Immer nur die Arbeit und den Graf. Ja, aber warum? Ich meine, warum hat er Sie eingeschlossen? Ach, das hat er öfter gemacht, wenn wir Streit hatten. Damit ich nicht weg konnte. Mhm. Wer hat Sie dann wieder rausgelassen? Der Graf. Als ich ihm heute früh sein Frühstück nicht gebracht habe, ist er hergekommen. Und als dann mein Mann nicht da war... Oh Gott! Wo ist denn der Graf jetzt? Ich habe ihn seit heute früh nicht mehr gesehen. Herr Pona hat sich in einer Weise in Erregung gesteigert, dass ich ihm direkt den Befehl geben musste. Wir hatten ein glänzendes Verhältnis bis gestern Abend. Ja, das ist wirklich tragisch zu nennen. Da zankten wir uns wie die Gassenjungen. Tja, warum denn? Herr Pona war mit meinem Plan, auch noch die letzte Flasche Chardot au Perron Brissac zu verkaufen, absolut nicht einverstanden. Hätte die Flasche nur älter werden sollen, oder? Wissen Sie, so einen Wein verkauft man normalerweise nicht. Der Wert ist unschätzbar. Ah ja. Mit so einem Wein renommiert man, solange man ihn im Keller hat. Ja, und deswegen wollte der Herr Pona nicht hergeben, damit er im Keller bleibt. Richtig. Und aus demselben Grund will ich ihn verkaufen, damit man endlich mal sieht, dass ich ihn im Keller habe. Was meinen Sie, kann ich die Versteigerung trotz der tragischen Umstände noch aufrechterhalten? Von mir aus, wenn Sie einen Käufer finden. Herr Pona hat auch noch gesagt, ich könnte die letzte Flasche nur über seine Leiche verkaufen. Wörtlich. Ja, und dann hat er sich selber umgebracht. Kann ich dich mal einen Moment sprechen? Ja. Entschuldigen Sie, ist nur ein Kollege. Ja, was ist denn? Ach, was ist? Hat er gestanden? Wer? Naja, dass er der Täter ist. Es spricht doch alles dafür, dass er der Mörder von Pona ist. Von dem Selbstmörder. Er der Mörder. Nein, ich nichts sage, zu ja, tun, meine Herren. Ja, wir haben da ein Mordfall, der Kriminal. Das ist ein Selbstmord. Nein, es ist ein Mord. Also, das ist doch nicht zu... Das kommt dir nicht erklären. Also, was geht's denn? Herr Kriminaldirektor, sagen Sie um den Fall Pona. Die Obduktion hat ergeben, dass Pona durch einen Schlag auf den Hinterkopf niedergestreckt wurde. Dann hat man den Bewusstlosen auf den Boden des Weinkellers gelegt, wo die Kohlendioxidgase schweben, die bekanntlich beim Gärprozess aus den Weinfässern austreten. Und daran ist Pona erstickt. Deswegen können Sie mir noch Selbstmord sein. Warum soll sich so ein Kellermeister nicht einmal auf so eine depperte Art und Weise umbringen? Nicht? Ja, und vorher haut er sich selber mit der Flasche auf den Kopf. Und wer hat ein Motiv? Der Graf Monte. Am Abend vor der Tat hat der Kellermeister Pona im Verlauf einer ziemlich heftigen Auseinandersetzung zum Grafen gesagt, Sie können die letzte Flasche verkaufen, aber nur über meine Leiche. Okay, das ist doch ein Schmarrn. Das ist das Erste, was mir der Graf selber gesagt hat. Man muss nicht gescheit mit den Leuten reden. Die Frau des Verstorbenen scheidet als Tatverdächtige praktisch aus. Sie war zur Tatzeit in ihrem Zimmer eingeschlossen. Eine kleine eheliche Auseinandersetzung. Sie war im Begriff, ihren Mann zu verlassen. Und ich trinke keinen Schluck Bier mehr, wenn der Graf der Täter war. Keinen Schluck. Könnten Sie uns vielleicht auch ein kriminalistisches Argument nennen, anstatt sich auf diese merkwürdigen Argumente Ihres pensionierten Vorgesetzten Banninger zu berufen? Der kann nichts dafür. Schauen Sie, der Graf kann es nicht gewesen sein. Der war zur Tatzeit mit seinen Gästen im Playboy. Vom 22.30 Uhr bis in die frühen Morgenstunden hinein, steht in der Zeitung. Ja? Soll ich es holen? Nein, 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 lassen Sie das. Ich kann Ihnen auch Zeugen benennen. Der Fleischhauer, ein Weinhändler, war zum Beispiel dabei. Dann der gespinnerte Pendel, Hubert, mit seinen Seilen, mit denen sich dann der Galeriemensch aufgehängt hat, der war auch dabei. So. Hallo. Meister, Kriminalpolizei, Kettwig, wir kennen uns. Was ist denn los? Ja, ich hätte ein paar Fragen an Sie. Gottes Willen, mitten in der Nacht. Na, immerhin, es ist 12.30 Uhr, mittags. Ja, das sage ich ja. Morgen. Kommen Sie rein, es zieht. Ja, es dauert auch nicht lange. Ja, ja, ist schon gut. Unseren Kaffee? Oder ein Wodka? Milch, Quark, Käse. Was wollt ihr denn schon wieder von mir? Sie waren doch auf dieser Weinprobe beim Grafen Monte und anschließend mit ihm und seinen Gästen im Nachtlokal. Hey Boy, was wollten Sie denn da? Ja, irgendwo muss ich meine Kunden ja herkriegen, oder? Ja, ja. Ich will meine Kunstwerke im Lebensmittelmarkt kaufen. Ja. Also. Waren Sie auch bis in die frühen Morgenstunden im Playboy?
Bis in die frühen Morgenstunden. Da können wir mal wieder sehen. Fadenriss. Dann können Sie auch nicht bezeugen, dass der Graf bis in die frühen Morgenstunden... Woher soll ich das wissen? Um 10 Uhr abends habe ich meist einen Fadenriss. Reißt mir der Film, verliere ich die Brille. Keine Minute später. Sagen Sie mal, Sie haben wohl noch nie einen Mann gesehen, der abends um 10 blau war, ne? Das ist sowieso eine Sauerei. Kein Wort von mir, scheiß Boulevardpresse. Tja. Das kommt mir her. Ich bitte Ersatzmann. Mein Kollege ist nämlich auf Kur und jetzt bringe ich dann ichs Bier, bis der wieder auf die Füße ist. Kommen Sie doch bitte rein. Ja. Übrigens, mein herzlichstes Beileid, gell? Wir haben alle die Geschichte von Ihrem Mann in der Zeitung gelesen. Tut uns sehr leid. Auch im Namen meiner Kollegen, gell? Danke. Obwohl, eigentlich ist es ja tröstlich, gell? Weil wenn sie einer selber umbringt, dann ist doch das viel schlimmer, dass wir wieder nichts dafür können. Aber mein Mann hat sich umgebracht. Ach, wo nie? Das weiß ich besser. Schauen Sie, ich habe heute Vormittag schon beim Kriminalhauptkommissar Wanninger geliefert, nicht? Und der hat zu mir gesagt, wie ich ihn gefragt habe, wenn Sie mal da unterschreiben, bitte schön. Der hat zu mir gesagt, dass die Sache im Polizeipräsidium drin schon als Mordfall behandelt wird. Ja, ja, weil Ihr Mann hat doch einen Schlag auf den Kopf gekriegt, nicht? Und zwar einen gewaltigen. Dankeschön. Den kann er sich doch nicht selber beigebracht haben, oder? Oh, entschuldigen Sie. Ich wollte Sie nicht verletzen, das tut mir jetzt direkt leid. Also dann, nichts für ungut. Wiederschauen. Aber geh, Fröschl, ich bin doch froh, dass ich mit all dem nichts mehr zu tun habe. Seh fix, jetzt hör doch endlich auf. Na, ich hab doch vom Wein keine blasse Ahnung. Na, dann mach's doch selber. Was? Ach, du fährst schon Bier aus. Na, dann Prost. Nein, nein, Fröschl, mit mir kannst du nicht rechnen. Ich will meine Ruhe haben. Wie heißt der? Nein, nicht der Graf. Ich möchte wissen, wie der Wein heißt. Chateau. Warte ein bisschen, ich schreibe mir's auf. Chateau Operon Brissac. Ich sage Ihnen, der Mouton Vanderbilt 1906, der war lange Zeit mein Glanzstück. Bis ich dann den, wie heißt das, der Hund? Chablis 1941 gefunden habe. Ob Sie es glauben oder nicht? Wegen dem bin ich am selben Tag noch nach Frankreich gefahren und habe ihn aufgekauft. Sieh, das war ein Wendel. Zudem hätte man direkt Sie sagen müssen. Was soll denn das? 1918. Okay, das hätte es doch nicht gebraucht. Erlauben Sie, mein lieber Freund. Auf Ihr Wohl. Prost. Na, wie schmeckt Ihnen jetzt der? 1918. Na, der ist natürlich klasse. Ja, die Blume ist noch immer perfekt. Davon könnten Sie 20 Flaschen haben. So? Ja, ja, der ist schon sehr gut. Aber halt doch kein 1811er, gell? Und schon gar kein Chateau Operon Brissac. Schade, dass ich in der nächsten Zeit nicht nach Amerika komme. Ich hätte glatt diesen Millionär aufsuchen und ihn bitten, dass er mir einen Schluck von diesem Operon da... Chateau Operon. Natürlich, Chateau Operon. Dass er mir den probiert lässt. Das würden Sie wirklich tun? Ja, logisch. Ich fürchte ja bloß, dass der Amerikaner wegen mir die 20.000 Markflaschen nicht aufmachen wird, wo er mich doch gar nicht kennt. Dafür müssen Sie nicht nach Amerika fahren, lieber Freund. Da schau her. Haben Sie also doch noch eine gehabt? Nein. Die letzte Flasche habe ich vor 14 Tagen mit meinen Kunden getrunken, damit der Fleischhauer, der Weinhändler, der Wiefe-Bursche mir die Echtheit garantiert. Ja, und die andere, die der Amerikaner gekauft hat? Die hat der Poner mit einem 1937er gefüllt und versiegelt. Mit dem da. Davon habe ich noch 300 Stück. Graf, du bist ein Viech. Ja, was hätte ich denn machen sollen? Alle sind beglückt und keiner merkt's. Ja, und wie dann der Poner die Sache an die große Glocken hängen wollte, hast du ihm eine auf den Deckel gegeben. Wie bitte? Ja, hast ihn ganz einfach erschlagen, damit nichts rauskommt. Ich glaube, jetzt werde ich Sie erschlagen müssen, lieber Freund.
Ja, das tun's. Das war der Gaudi. Dankeschön, wiederher. Der Graf war es trotzdem nicht. Ach, und wieso nicht, bitteschön? Weil es der Herr Weininger gesagt hat, und der hat meistens recht. Ja, was ist denn da passiert? Der Gasherd! Der Gasherd ist explodiert! Ich wollte Feuer machen, da ist der Gasherd explodiert! Gehen Sie da nicht rein, da stinkt's überall nach Gas! Jetzt stinkt's nimmer nach Gas, jetzt raucht's! Ne? Aber vorhin hat's nach Gas gestunken! Bitte helfen Sie mir! Helfen Sie mir! Rufen Sie die Polizei! Ich will mich umbringen! Dass der angebliche Unfall der Magdalena Pohne in Wirklichkeit ein heimtückischer Anschlag auf ihre Person war, klingt nach ihrer Darstellung absolut glaubhaft. Mhm. Aber auch hier hat wiederum nur der Graf ein Motiv. Er hatte nämlich die versteigerte Flasche Wein gefälscht. Als er nun erfuhr, dass nicht nur Pohner, sondern auch dessen Frau davon wusste, musste er natürlich auch diesen lästigen Zeugen beseitigen. Das müssen wir aber dem Grafen beweisen, Kettwig. Das ist es. Ja, ach, etwas hatte ich noch vergessen. Oh Gott, entschuldige. Da ist ein Bierfahrer, der möglicherweise mit der Tat in Verbindung stehen könnte. Das Bier ist wie üblich jeden Donnerstag geliefert worden, sagen die Nachbarn. Aber der Fahrer ist neuerdings seltsamerweise ausgetauscht worden. Und der Neue sei klein, dick, hässlich. Gott. Ja. Entschuldigen Sie, sind Sie die Frau Pohner? Ja. Ich komme nämlich von der Brauerei. Man will mich umbringen. Nein, ich möchte mich doch nur erkundigen. Kommen Sie! Ja, ich komme ja schon. Hören Sie, ich möchte mich doch nur erkundigen, ob Sie mit unserem neuen Mann zufrieden sind. Hä? Da. Ja. Da. Ist das Ihr Bett? Ja, da hat jemand eine Leitung dran gemacht, eine Stromleitung. Sir? Ich hab's gerade noch gemerkt, als ich das Bett machen wollte. Sonst wäre ich jetzt tot. Ja, Fräule. Aha. Vorsicht, nicht anfassen! Ja, warum denn nicht? Das ist doch ganz dilettantisch gemacht. Also, wenn man das so macht, da hast du sofort die Sicherung nass. Da brauchst du keine Angst um. Da wäre Ihnen gar nichts passiert. Bestimmt nicht. Ich weiß, dass man mich auch umbringen will, nachdem man meinen Mann ermordet hat. Ich habe solche Angst. Ja, und die Polizei unternimmt denn die gar nichts? Da war so einer von der Mordkommission, ein untersetzter Norddeutscher. So, na dann. Sie müssen mir helfen. Machen wir. Aber zuerst genehmigen wir uns einen Schluck auf diesen Schocknapf. Dann rufe ich sofort die Polizei an, damit die endlich spuren. Na, Frau Pohner. Auf den Schrecken. Prost. Was ist da drin? Wieso? Schmeckt's Ihnen nicht? Sagen Sie, ist das Gift? Sagen Sie uns lieber, ob Sie Ihren Mann umgebracht haben. Warum wollen Sie mich umbringen? 5 Minuten haben Sie noch Zeit. Früher wirkt's nicht. Meistens jedenfalls nicht. Frau Pohner, jetzt passen Sie mal auf. Der Herr Fröschl. Der ist von der Kriminalpolizei und ich gewissermaßen auch. Und wir möchten nur von Ihnen wissen, ob und wie Sie Ihren Mann umgebracht haben. Weiter nix. Ich weiß nicht, der Graf. Na, da schau her. So kurz vorm Sterben annullieren wir gedruckt. Das haben wir gern. Also reden Sie doch schon. Er möchte es von Ihnen hören. Lang Zeit haben Sie nimmer. Also geben Sie es doch zu. Den Gasherd, den haben Sie doch selber explodieren lassen, damit der Graf belastet wird. Stimmt's? Na, also. Und das Bett, das haben Sie doch auch selber zusammenbastelt. Das sieht doch ein Blinder. Das haben sie doch alles nur gemacht, damit keiner auf die Idee kommt, dass sie selber waren. Ich möchte jetzt endlich von Ihnen ein Geständnis. 2 Minuten haben sie noch Zeit. Wenn Sie das Gegenmittel haben wollen, dann müssen Sie jetzt schon reden. Sie haben Ihren Mann umgebracht. Und als Alibi haben Sie sich einschließen lassen. Naja, so ein Ehegrach ist ja schnell inszeniert, gell? Und dann haben Sie den zweiten Schlüssel raus. Sind ihm nach und im Keller drunter haben sie ihm den Schlägel über den Kopf gehabt. Hab ich recht? Bitte! Ja, jetzt geben Sie es doch schon endlich zu. Hm? Ja, ich war's.
Wir haben uns halt auseinandergelebt. Ewig hat es Streit gegeben. Und immer die Vorwürfe, die er mir gemacht hat. Ich konnte es einfach nicht mehr aushalten. Und dann das Leben hier. Glauben Sie mir, das ist unerträglich. Das ist zum Wegrennen. Ja, warum sind Sie dann nicht einfach auf und davon? Ja, weil Ihr Mann das Geld gehabt hat und der ist drauf gesessen. Stimmt's? Er hat mir nie was gegeben. Nichts. Immer nur das bisschen Haushaltsgeld. Das ist ja kein Leben. Ah, da schau her. Unser Künstler mit den eumenautischen Pendeln. Ach so. Mit ihm wollten Sie wohl die Erbschaft durchbringen. Ich habe jetzt keine Chance im Leben. Bitte. Na, gib's schon her. Da brauchen Sie kein Gegengift. Hm. Das schmeckt aber wirklich reislich. Aber schaden tut's wenigstens nichts. Soll ich jetzt den Kettwig anrufen? Das ist ja sein Fall. Irgendwie. Ach, wo? Verhaft's doch lieber gleich selber. Bis der kommt. Haben Sie auch wieder recht. Also, kommen Sie. Prost, Herr Wanninger. Prost, Fressel. Prost. Prost, Heiner. Du, der ist für gar nicht schlecht. Dem Graf Monte sei Steinfelsen Spätl ist ja 71. Grüß Gott, Herr Wanninger. Ja, grüß Gott, Herr Steiner. Na, wie geht's dir dabei? Danke, danke. Ja, ich bin für ganz privat hier, gell? So. Ja, ja, wirklich. Na, wenn ich Ihre spontane Feier hier etwas stören darf. Herr Fröschel, haben Sie vor der Presse behauptet, dass die verkaufte Flasche Operon Brissac... Chateau Operon Brissac, sieht, da ist ein gewaltiger Unterschied. Dass es eine Fälschung sei. War sie auch. Na, das ist jetzt leider vollkommen egal, denn die Flasche ist getrunken worden. Na, also? Und die Polizei hat eine Klage am Hals. Der Käufer, ein Mr. Miller aus Arizona, verklagt uns wegen Rufschädigung. Er hat die ersteigerte Flasche mit seinen Freunden vor den Augen der versammelten Presse getrunken und dabei öffentlich festgestellt, dass das der beste Operon Brissac... Chateau Operon. Dass das der beste Chateau Operon Brissac 1811 gewesen sei, den er jemals getrunken habe. Und er lasse sich nun nicht öffentlich als einen Banausen und Deppen hinstellen, nur weil er ein Chateau 1811er nicht von einem 1937er unterscheiden könne. Ja, mei. Wenn der das nicht geschmeckt hat, dann geschieht's ihm doch ganz recht, oder? Also nachher. Prost. Prost. Prost, Mahlzeit, meine Herren. Thank you.